ganze Stunde. Heute Morgen wurde nochmal die Unfallstelle hier auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen gesperrt, und zwar das Ganze bei Wetter. Die Vollsperrung hat jetzt für circa 2,5 Stunden angedauert. Es wurden aber auch Verkehrsumleitungen ausgeschildert, denen man folgen konnte. Wir haben heute Morgen unsere Unfallaufnahmemaßnahmen nach diesem schweren Unfall am Samstagabend nochmals intensiviert. Und zwar haben wir heute Morgen das Unfallmessverfahren Rollimetrik angewandt. Hierzu ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Außerdem waren Beamte des Landeskriminalamtes vor Ort und haben unten auf der Straße die Spuren nochmals intensiv gesucht, abgekreidet, fotografiert und dann die Fotografien erweitert, und zwar aus der Luft. Die Vorteile sind, dass wir auf dem Papier die Unfallspurenlage haben und können also jederzeit die Spuren nochmals anschauen, ermitteln und aber auch ausmessen. Der jetzige Kenntnisstand ist, dass wir nach diesem schweren Verkehrsunfall eine tödlich Verletzte und 4 Schwerverletzte haben. Wir haben ein Ermittlungsverfahren eröffnet wegen Verkehrsunfall, Flucht und einem möglichen versuchten Tötungsdelikt. Die Polizei Dortmund sucht dringend nach Hinweisgebern, und zwar entweder nach Unfallbeteiligten, die möglicherweise die Unfallstelle an dem Samstagabend passiert haben, oder aber auch nach Zeugen, die noch Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, oder aber auch verdächtige Fahrzeuge festgestellt haben, die schwer unfallbeschädigt sind momentan. Die Ermittlungen dauern an, und natürlich nehmen wir momentan alle Hinweise auf, und wenn wir Hinweise bekommen und auch Personen dazu haben, dann werden diese Personen vernommen. Das ist aber der jetzige Kenntnisstand. Bei dem Unfall hat der Fahrer oder die Fahrerin die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der Wagen geriet ins Schleudern, und hierbei wurden auch 3 Personen aus dem Fahrzeug auf die Fahrbahn geschleudert. Hierunter war auch eine 23-jährige Düsseldorferin, die vom nachfolgenden Pkw-Verkehr überrollt wurde. Die Polizei hat alle notwendigen und alle möglichen Maßnahmen betrieben, um die Spuren zu sichern. Ich wünsche was.